Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zum neuen Minecraft-Projekt Minecraft Deadlab. Zusammen mit Kunga und Hurlyboy. Hallo! So, und wir legen direkt los, Leute, und werden euch im Laufe dieser Folge erklären, was überhaupt das Ziel ist. Und warum das Spiel, warum dieses Projekt überhaupt Deadlab heißt. Ja, warum heißt es denn Deadlab? Also, wir haben uns gedacht, pass auf, Minecraft-Projektnamen sind immer sehr wichtig. Warte, meine Sounds sind, glaube ich, auf eine Mille gestellt. Nee, ist okay. Wir haben uns gedacht, Minecraft, Projekte, die haben immer so gute Namen. Dann haben wir gedacht, geben wir unserem Projekt den Namen Deadlab, weil... Das ist der beste Name ist. Sag, warum nicht. Micha, jetzt sag endlich, warum nicht. Und fuck mich nicht ab. Ich finde den Namen Deadlab einfach gut, Mann. Genau, gut. So. Und deswegen haben wir das Deadlab genannt. Genau, und wir haben gedacht, so guck mal, eure Mutter nennt euch auch Johannes, Gertrud. Und ihr fragt auch nicht, warum habt ihr mich so genannt, weißt du? Es ist einfach so. Und so haben wir auch das Projekt dann genannt. Beste Erklärung, Mann. Ohne Scheiß. Ist doch so, weißt du? Das Projekt ist auch unser Kind, deswegen haben wir gedacht, wir nennen es Deadlab. Ja, aber jetzt, pass auf, bevor wir jetzt hier irgendwie die ganze Zeit sagen, was hier, wer Deadlab ist und was Deadlab ist und so weiter und so fort, würde ich erstmal sagen... Du machst eine Workbench und redest dann weniger. Hab ich schon, hier. Okay, gut. Nein, die bessere Frage, was ist überhaupt der Sinn des Projektes und was machen wir überhaupt? Das meine ich ja, was machen wir hier überhaupt? Also, ganz kurz zur Erklärung. Wir spielen ganz normal Minecraft Vanilla, aber auf hart. Das heißt... Wenn jemand, wenn jemand Schaden bekommt oder so, bekommt er ja relativ schnell Schaden. Wir wollten das erst auf Hardcore machen, aber auf Hardcore gibt es ein kleines Problem, das werde ich jetzt gleich erklären. Und zwar, wenn wir sterben, dann ist es so, dass wir nicht respawnen dürfen, außer es passiert Folgendes. Also eins von im Grunde zwei Dingen. Einmal, das Video bekommt eine gewisse Anzahl an positiven Bewertungen. Die negativen werden dazu gezählt, also in der Gesamtsumme. Oder... Ihr geht auf eine Homepage, wo ihr voten könnt und da könnt ihr dann eine Bestrafung für denjenigen aussuchen, der gestorben ist. Und wenn er diese Bestrafung dann gemacht hat, dann darf er wieder respawnen, also dann darf er wieder spawnen. Ja. Richtig. Und das Ziel des Projektes ist... Ich hab eine Höhle gefunden. Nice one, Alter. Geile Ding. Was ist denn das Ziel des Projekts? Early Boy, weil du bist jetzt... Du bist... Was sagst du denn? Erzähl, Early, was das Ziel des Projektes ist. Das Ziel des Projektes ist, dass wir den Enderdrachen töten. Das ist unser einziges Ziel. Richtig. Genau. Und ich glaube, und wenn wir alle drei sterben sollten, und wenn wir alle drei sterben sollten in einer Folge und alle drei gleichzeitig tot sind, ist vorbei. An einem Tag. Dann ist vorbei. An einem Tag. Genau, dann ist vorbei. Ja, und dann löschen wir auch unsere YouTube-Kanäle. Also wir machen richtig Hardcore. Game over, Alter. Ja, wir machen richtig Hardcore-Modus. Dann hat irgendwer Steine. Ja, ich habe Steine, Kohle, ich habe schon Dinge ins Emerald-Shop gemacht. Mit Villagern. Das ist richtig geil. Also, Priorität Nummer 1 bei dem Projekt für uns und natürlich auch für euch als Zuschauer, einfach Spaß haben. Einfach zurücklehnen und Spaß haben. Alles andere ist scheißegal. Ja, genau! Micha, jetzt erzähl doch weiter. Du machst immer so einen Schabernack den ganzen Tag, ne? Nur. Du schreist du einfach so rum. Hä? Ja, wie war denn das jetzt nochmal? Das war doch jetzt so, dass, ne, wenn die Likes, die Bewertung nicht erreicht werden, dann gibt's doch keine Strafe, richtig? Ja, ich glaube, da wurde ein bisschen was vertauscht gerade. Ja, erzähl mal, was habe ich vertauscht? Ja, ich habe das so in Erinnerung, dass wir gesagt hatten, wenn so viel Bewertungen erreicht wurden, dann wird die Bestrafung, für die abgestimmt wurde, gemacht. Und wenn keine bestimmte Anzahl an Bewertungen erreicht wurde, dann gibt es keine Strafe. Aber das erklären wir dann nochmal, wenn es soweit ist. Und da wir ja sowieso nie sterben werden, wird es auch keine Bestrafung. Also ich sowieso nicht. Du, nee, auch nicht. Ich mache euch jetzt erstmal ein Schwert. Ich habe mir jetzt erstmal Essen gegönnt, Digi. Hier, Micha. Micha. Es ist eigentlich gut von uns gewesen, alle Tiere zu töten. Ja. Ich bin fast tot, wir spielen auf hart, ne? Ja, ich weiß. Damit doch, du musst ein bisschen Dingens. Ja, du musst halt lernen. Du musst halt lernen, mit dem Geringsten klarzukommen. Ja, okay. Verstehe ich. Also, das Ding ist, hier ist eine Kuh und ein Schaf. Sollen wir die paaren? Ja, paar die und dann kriegen wir so eine richtige Misset. Überzüchtet mit richtig viel Fleisch. Kriegen wir eine Wollkuh. Hier sind noch mehr Kühe. Nice. Sehr gut. Also, wir leben auf jeden Fall hier im Paradies. Das ist sehr gut. Dafür, dass wir Hardcore zocken, richtige Gangster sein wollen, haben wir gute Location. Ja, gute Location. Was ist los mit dir? Warte, ich brauch Steine. Ach, ja. Ich hab ja noch vier. Richtig, richtig organisiert wieder am Start. So, ich mach direkt mein Feld, damit wir schön Fodorino haben für die Kühe. Sollen wir nicht auch... Ja, nice. Sollen wir nicht erstmal noch ein Haus bauen oder sowas? Wir leben in einer Höhle. Echt?
Ja, oder nicht? Ich meine, Ultra Hardcore. Early Boy ist schon einfach nice AFK. Nee, ich hab noch, mir fällt gerade ein. Das ist doch sinnvoll, wenn wir die Tode vielleicht noch mit anzeigen. Die stehen jetzt hinter unserem Namen immer in der Vorbereitung. Ja, das hättest du doch einfach in der nächsten Folge gemacht. Das fällt mir gerade ein. Das fällt mir gerade ein. Early Boy, fällt sowas immer einfach mitten im Video ein, Alter. Lass noch, ich hab noch eine gute Idee. Lass ein Modpack nehmen. Ja, genau. Okay, wir fahren auf vorne. Bis morgen, tschüss. Tschaußen. Vergesst nicht, wenn ihr kein SOS mehr habt, ne? Ihr verreckt. Komplett. Korrekt, hier sind Pilze. Ja, ich hab das getestet. Wo ist der Crafting Table hin? Ich hab den mit nach unten geholt, aber der ist noch mal im Inventar. Wartet, kommt her. Bist du in der Höhle, oder was? Ja, ja. Okay. Kommt in die Höhle, hier leben wir gemeinsam, bis wir sterben. Voll gut. Aber wir müssen zum Ende. Ja, vielleicht stell dir vor, wir würden das Portal jetzt finden. Ja, wenn wir erstmal ein Häuschen bauen und so, könnt ihr erstmal ein bisschen chillen. Boah, die ist voll gut, die Höhle. Fuck, wir spielen auch für 1.9, ne? Ja. Ja, ja. Wow. Ich dachte, Zander ist schon verreckt, schade. Richtig heftiges Battle gegen ein Skelett gehabt. Ich hab's jetzt auch. Oh! 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 Das kann nicht wahr sein! Du bist so ein Otto, weißt du das eigentlich? Da stirbt der Instant. Mann, ich hab meinen Chat ausgemacht. Das Problem an dieser Sache ist auch, wenn jemand stirbt, können wir nicht mehr weiter vorproduzieren. Weil wir müssen ja warten, bis die Person wieder lebt, theoretisch. Ja, eine Folge können wir ohne den produzieren, weil der ja eine aussetzen muss. Oh, Michael. Nicht wahr sein. Guck mal, wenn es die Auswahl gibt, wenn es die Auswahl gibt, ein Jäger oder ein Reiter zu küssen, dann warst du echt dumm. Oh, Michael. Scheiße. Hauptsache, ich sag grad noch so, ja, das erklären wir, wenn es soweit ist mit den Likes und mit den Videos und den Bestrafungen. Ah, du bist so ein Otto, ey. Fünf oder sechs Minuten, ich weiß es nicht, wie lange wir aufnehmen. Sieben Minuten sind jetzt wert. Das gibt's nicht, Mann. Ohne Witz, wie kann man so leben wie du? Ich würde mit YouTube direkt aufhören. Ich würde meinen Kanal Live with Melina schenken. Ja, Zanders erste Strafe, Kanal löschen. Ja. Nee. Also, wir müssen jetzt... Pass auf, wir müssen gar nichts. Du bist gestorben. Du musst das machen. Guck mal, hier. Ey, hör lieber, sammel mein Schwert auf. Ich hab alles. Ich hab Eisen gefunden. Ich hab ein Holzschwert bei mir, ich seh das doch. Ja, das Holzschwert, super, ey. Also, pass auf, jetzt mal ohne Scheiß. Wir müssen ja jetzt eine Like-Zahl festlegen, die dieses Video bekommen muss. Damit du wiederbelebt werden darfst. Bewertungszahl oder Like-Zahl? Bewertungszahl. Genau, es wird einfach zusammengerechnet, Likes und Dislikes, ist ja egal. Weil Leute sollen ja trotzdem noch frei in ihrer Meinung sein, dass sie sagen dürfen, ja, der soll wiederbelebt werden, aber ich fand das Video nicht gut. Nein, wir gibt keine Meinungsfreiheit. Genau, okay. So. Also wir müssen jetzt eine Like-Zahl, eine Zahl festlegen. Und wir müssen ja drei Bestrafungen festlegen, aber die können wir auch im Nachhinein festlegen. Die Bestrafung. Ja. Genau, und die machen wir, ballern wir dann in den in das Drawpool rein, ne? Genau, wir müssen jetzt erstmal eine Like-Zahl festlegen, Bewertungsanzahl meine ich natürlich, festlegen, die die Zuschauer erreichen sollen. Und ich würde sagen, ohne mich weit aus dem Fenster zu lehnen. Damit es eine Strafe gibt. Also, wenn fünf Likes! Wenn ihr es schafft. Nee, es muss auch irgendwie machbar sein. Also, ich glaube, 5 Likes, das kriege ich nicht zusammen. 4 Likes, nein. Ich sag jetzt einfach mal 3000. Ich hab draußen hat jemand gerufen 4000. Ja, hab ich aber auch gehört. 4000, ja. Locker. 4000 safe. Bei 4000 wird die am besten gevotet wurde, das könnt ihr auch schon vorher machen, bevor diese 4000 Likes erreicht wurden. Bei 4000 Likes. Also Likes und Dislikes, wenn das zusammengerechnet ist. Bei 4000 tritt die Bestrafung in Kraft, die muss ich dann machen. Die Top-Comment ist. Die Top ist. Und die wird gevotet. Und den Vote findet ihr auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Ja, einmal in die Beschreibung schauen und dann, was machen wir denn, wenn ja, die Likes, auf jeden Fall, die müssen auf einem Video entstehen, ne? Ja, ja, auf einem, damit klar. Auf dem Video von der Person, die gestorben ist. Richtig. Ja, genau. Das heißt, geht Video alle zu Micha, bewertet das Video, damit er seine Strafe vollführen muss. So eine Scheiße. Okay, und damit solltet ihr jetzt auch alle das Spielprinzip verstanden haben. Genau. So eine Scheiße!
Aber Moment, ey, du bist trotzdem bei der übernächsten Folge wieder dabei, ne? Genau, bei der übernächsten Folge bin ich wieder dabei. Das mit den Bewertungen ist nur dafür da, um eine Strafe auszuüben. Genau. So, jetzt habe ich das nämlich auch verstanden. Ihr könnt nämlich auch sagen, dass wenn ihr die Like-Zahl nicht erreicht, dann kommt einfach keine Bestrafung. Richtig. Ja. Dann lebt Micha in Ruhe weiter. Genau. Ja, dann hat er einen chilligen Tag. So, und und die Bestrafung machen wir das so, dass sie am nächsten Tag sein muss. Das heißt, die Strafe muss. Ja, okay, dann seht ihr morgen auch bei Micha, ne? Die Bestrafung. Ja, genau. erstmal müssen wir das wie. Ja, Chima. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Was ist mit Fukushima? Vielleicht sagen wir einfach 24 Stunden Zeit. Ab dem Zeitpunkt, wo das Video draußen ist. 24 Stunden. Das ist fair. Ach ja, wir sind ja 1,9. Das ist fair. Ja, so geh nicht nach draußen. Okay, Leute, aber bei mir endet jetzt dieses Video. Ihr könnt natürlich beim Kunga und beim Early Boy noch weitergucken. Die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und damit würde ich sagen, bin ich erstmal raus. Ich bleibe aber natürlich bei den anderen dabei. Und dann sehen wir uns bei der Bestrafung oder in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao. Gestern. So eine Scheiße. Ja, bei dir läuft richtig gut. Bei dir läuft super von Statur her, vom Laden. Alter, super. Kunga, ne? Ja, bitte. Ich bin ein richtiger Gangster. Warum? Komm mal den Gang wieder hoch. Komm mal den Gang hoch. Welchen Gang? Den hier. Ja, ich bin hier unten. Hallo. Ja, komm mal hoch. Ich habe keine Spitzhacke mehr. Ja, komm trotzdem mal hoch. Ja, warte, ich stell erstmal ganz kurz. Ach, da ist, du brauchst ein Pickaxe dafür. Ja. So eine Scheiße. Und ich würde euch so gerne jetzt trollen, wie? Ne? Wie? Ich wollte eigentlich, hatte ich geplant, Early Boy einfach zu töten in der ersten Folge. Ja, das finde ich sollte nicht zählen. Doch. Ich finde nicht, dass wenn man getötet wird von einem anderen Spieler, das zählen sollte. Nein. Wenn ein extra tot ist. Wenn ein extra tot ist. Also Leute, ihr merkt, das Projekt ist einfach, wir haben telefoniert und wir haben gesagt, hey, ohne Scheiß, warum machen wir nicht einfach mal wieder ein Projekt zusammen? Einfach Spaß haben, einfach Spaß haben. Leben genießen. Leben genießen, Video machen und Spaß haben. Und ihr merkt, dass wir einige Sachen zwar angesprochen haben, aber wir sind einfach so verpeilt. Ja, dass wir selber nicht wissen, wie das funktioniert. Ich wollte aber nie. Lass einfach anfangen. Early, bring die Öfen und die Workbench nach unten. Warum stehst du oben, wo die ganzen Monster sind? Ich stehe um. Ich bin Gangster. Ich habe hier 8 Öfen. Du bist der Obergangster. Guck, geh rein. Hallo Baby-Zombie. Hier lebt ein Baby-Zombie. Da sind 2. Oh! Early! Das Projekt ist vorbei. Guck, komm zurück, komm hier durch, komm hier durch. Ich sterbe! Nein, guck! Ich sterbe! Boah! Mach die Scheiße zu, ich sag doch, komm rein mit deinen Öfen! Und der chillt da oben mitten in der Nacht. Da war noch einer, die kam zu zweit auf mich zugerannt. Hammerhart, ey. Scheiße. Ich hab nur noch 2,5 Herzen gehabt, Mann. Das wäre zu lustig, wenn ich jetzt auch noch gestorben wäre. Guck mal da oben. Oh. Hör auf mit der Scheiße. Alles wegen Michael. Ey, ohne Scheiße, ich bin gerade so sad. Ich bin gerade sad des Todes, Mann. Es kann nicht aber. Pass auf, ich laufe so, ich mach so das Skelett kaputt. Ne, gar kein Problem. Ich sehe so die Kohle. Yeah, Kohle, da, da, da. Und auf einmal höre ich nur dieses Zischen. Und ich bleibe an dem Stein hängen. Und bam. Ah, du warst voller Euphorie, deswegen hast du verkackt. Mega behindert. So, wo habe ich jetzt mein Eisen gehabt? Early, gib mein Eisen, hat dich Eisenpick gemacht. Eisen? Gib mir die anderen 3. Ich weiß, wo Eisen. Ey, das waren 6 Stück, du kannst mir 3 geben, dann haben wir beide eine Pick. Richtig gierige. Ich habe auch schon Schwert gemacht. Ja. Guck mal den. Die Pickaxe liegt da, die liegt da. Ich hole noch mal eben Eisen, ich habe hier was gesehen. Ja, ich habe da auch noch voll viel gesehen, aber Ding ist kaputt gegangen dann. Jungs, habt das Ziel im Auge. Ja. Du das Ziel im Auge. Ändert dran. Ja, ich habe schon Eisenrüstung. Oh. Was? Ich hab schon eine Eisenrüstung. Boah, ich hab eine Diamantrüstung. Was ist los mit dir? Guck mal, hier will ich nicht alleine sein. Ja, deswegen zieh mir. Guck hier, ich mach hier Licht. Du, ich hör Zombie. Du hältst jetzt auch schon, dass hier nichts kommt und mich attackiert. Von da oben könnte was kommen, ich leuchte. Richtig gut direkt eine Höhle gefunden. Seht ihr, weißt du, das ist vor allem von mir Höhle. Oh, hier ist richtig was los, ey. Hier ist auf jeden Fall was los. Ah, Michael. Warum tust du sowas? Du machst immer Sachen, ne? Unglaublich, ne? Immer illegale Aktivitäten. Nur illegale Aktivitäten. Krasse Dinge. Den ganzen Tag. Ich hab Hunger, das kommt auch noch dazu. Ich hab Essen, sag doch was. Nein, ich meine in echt. Achso, ja, das hab ich auch.
Mehr als wie lebt, genug. Wie lebt ihr denn so? Wo ich lebe gut. Gerade? In der Höhle, sammeln Eisen, Kohle. Ich glaub das nicht. Ich will auch leben. Und wie du, wie Kunga eben noch sagte, oh, Michonne stirbt als erstes. Ja, ich hab das auch nicht aus Spaß gesagt. Ich wusste das. Du bist schuld, dass ich tot bin. Warum? Ja, weil du das prophezeit hast. Hättest ja. du gesagt, Early Boy stirbt als erstes, weil wäre der Creeper in Early Boys Richtung gelaufen. Ja, aber das wäre dann ja eine Lüge. Ich wusste ja, dass du stirbst. Du bist schuld. Das kriegst du wieder. Hammer, hey, der Laden. Ey, wir sind schon bei 17 Minuten. Ja, mach doch mal. Nee, bei 15 Minuten. Okay, Leute, ich würde sagen, ne, eigentlich müsste der Zander ja abmoderieren. Egal, Leute, wenn euch das Projekt gefällt, lasst ein Däumchen nach oben da. Würde uns freuen. Und auf jeden geht Fall zu Micha bewerten, damit er eine Strafe machen muss, weil die hat er reichlich verdient. Ja, schlecht, ja. Die hast du verdient, mein Freund. Die hast du verdient. Und nicht vergessen, abstimmen. Und abstimmen, genau. Bewerten müsst ihr bei Zander. Zander findet ihr bei uns unten in der Beschreibung. Und voten könnt ihr in jeder Beschreibung. Da ist ein Link, der führt zu der gleichen Umfrage. Draufklicken, abstimmen. Und danke. Und damit bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Haut da rein. Ciao. Tschüss.